Pressekonferenz der Begegnung Herforder Eishockeyverein gegen die Rostock Piranhas. Die Begegnung endete 6:3. Zu meiner Rechten Lenny Socio, Head Coach der Rostock Piranhas. Zu meiner Linken Henry Thom, Head Coach der Herforder Ice Dragons. Lenny, erste Frage an dich. Es ging richtig gut los für euch und dann passierte irgendetwas, was dir wahrscheinlich nicht gefallen hat. Ganz kurz dein Statement. Gefallen hat es mir das nicht, definitiv nicht. Aber ja, das war der Start, was ich gehofft habe nach der ersten langen Busfahrt für uns. Wir haben einen Gegner heute, die uns einfach besser einschritt, ein ganzes Spiel einen Schritt schneller. Wir haben uns im Spiel gar nicht gefunden heute. Wie du sagst, einfach die ganze Vorbereitung und in den ersten paar Minuten ist einfach super gelaufen für uns. Und wir haben nicht gelernt, ja, das wird Gegner kommen, die uns gegensetzen. Es ist jetzt Liga, es ist keine Vorbereitung mehr. Das heißt, du musst auf jede Puck kämpfen, du musst einfach hart arbeiten, sonst wirst du schwer haben, wenn du es nicht tust. Wie gesagt, heute war einfach Herford besser, schneller. Die wollten das Spiel unbedingt haben heute und ja, am Sonntag geht es erst das Heimspiel für uns und ich hoffe, dass die Jungs den Kopf frei machen und unser Eishockey das Spiel am Sonntag gegen Tilburg. Frage an dich, Henry. Als Laie, als Herforder Eishockey-Fan, die werden bestimmt gesagt haben, jo, top, lief alles super. Die Expertenmeinung, lief alles super, alles gut. Ich weiß, dass du immer irgendwie ein paar Sachen hast, die du natürlich als Trainer immer suchst, weil das hast du mal irgendwann gesagt, wenn man nichts findet als Trainer, ist es auch nicht gut. Dein Statement zum Spiel heute. Ja, guten Abend erstmal. Zum Spiel natürlich, die kamen gut aus der Kabine raus. Und ich glaube, da war auch ein bisschen bei uns die Nervosität. Ne? Erstes Spiel, man weiß nicht genau, wo man steht als komplett neue Mannschaft. Und Gott sei Dank haben wir dann schnell das 1-1 danach geschossen. Das hat uns so ein bisschen befreit. Und dann haben die Jungs eigentlich über 60 Minuten, was mir am meisten gefallen hat, ist einfach der Weg nach hinten. Ne? Auch wenn wir mal vorne mal die Scheibe verloren haben oder so. Wir waren so schnell hinten, dann wieder in der richtigen Position und mit Druck nach hinten gearbeitet, dass Rostock gar nicht so ihr Spiel entfalten konnte. Die haben viele gute Spieler und wenn man die zu viel Platz lässt, dann werden sie ihn auch ausnutzen. Kritisieren will ich heute nicht viel. Gut, unsere Überzahl. Wir haben zwar die Scheibe gerade recht gut bewegt, aber da müssen wir irgendwie noch ein bisschen mehr Druck. Das ist ja noch alles noch so im Aufbau. Also wir haben jetzt wieder neue Linien, weil ein paar Leute zurückgekommen sind. Das wird ein bisschen dauern, bis es dann sitzt. Aber sonst, ich glaube, wir haben insgesamt über 60 Minuten ein gutes Spiel hingelegt. Lenny, du hattest gesagt, dass Herford heute diesen Sieg vielleicht mehr gewollt hat. Ist die Gefahr, ihr habt eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt und diesen Schalter umlegen, ist das manchmal so ein bisschen im Unterbewusstsein, wenn es so gut lief in der Vorbereitung, dass man diesen Schalter jetzt dann wirklich dann umlegt und jetzt ist halt das Punktspiel da. Ist das immer so ein bisschen eine Gefahr? Ich meine, ihr seid alles Profis, klar, logisch, die Spieler auch, aber dass das im Unterbewusstsein manchmal drin ist nach so einer guten Vorbereitung? Nein. Das war kurz und knapp. Die Niederlage heute heißt jetzt, dass ihr am Heimspiel gegen Tilburg natürlich das Ganze jetzt komplett natürlich in eine andere Richtung gehen wollt. Ausblick einmal auf Tilburg. Das Spiel, Tilburg hat einen Tag länger Pause gehabt, hat gestern kein leichtes Spiel gehabt. Kurzer Ausblick auf das Tilburg-Spiel. Wir wollen 3 Punkte holen. Gut. kurzer Ausblick auf das Leipzig-Spiel. Leipzig heute bei den Hannover Scorpions gewonnen. Wir fahren als Tabellenführer nach Leipzig. Ich sage jetzt, das haben wir letztes Jahr auch erlebt, das wollen wir aber gar nicht so hoch hängen jetzt diesmal. Ist dann wieder eine neue Aufgabe, komplett anderes Spiel. Und Leipzig wird mit Sicherheit auch mit Rückenwind da irgendwo reingehen, aber Herford ja auch, oder? Ja, ich denke, es werden zwei Mannschaften mit Selbstbewusstsein reingehen, dann geht es natürlich auswärts, ist es immer schwer, gerade in Leipzig, die kommen ja immer gerannt, gerade am Anfang des Spiels, aber die haben ja heute auch ein 4-0 bei den Scorpions gedreht, also da werden wir über 60 Minuten wirklich ackern müssen, ne? Also da darfst du keine Sekunde Pause machen und deshalb war die Rotation heute auch wichtig, es haben alle gespielt, ne? Ich glaube die letzten 10 Minuten habe ich dann auf 3 Reihen umgestellt, aber davor haben alle wirklich durchgespielt. Und gerade diese Kraft und diese Breite wird wichtig sein gegen so eine Mannschaft wie Leipzig. Natürlich wollen wir da auch Punkte holen.
Benni, ihr habt eine weite Fahrt vor euch. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bedanken, wünsche euch alles Gute, nicht nur für Sonntag, sondern natürlich auch für den Rest der Saison. Wir sehen uns mindestens noch einmal hier und dann schauen wir, was die Saison bei euch und bei uns so gibt. Ich wünsche schon mal alles Gute auf jeden Fall auf dem Weg nach Leipzig. Morgen einen Tag, nicht Erholung, das weiß ich, aber eine gute Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel und dann schauen wir am Sonntag einfach weiter. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war die erste Pressekonferenz, erster Spieltag heute und wir freuen uns nächste Woche das Spiel gegen die Moskitos Essen dann hier in der IMOS Eishalle im Kleinen Felde begrüßen zu präsentieren zu können. Danke.